herzlich willkommen bei Ländle TV, der Tag. Heute gibt es die besten Szenen vom Fußballwochenende. Wir präsentieren Ihnen den Stand der ASFINAG Planungsprojekte in Vorarlberg. Und es gibt wie gewohnt die News-, Sport- sowie Wetterinformationen. Investitionen in mehr Sicherheit und weniger Staus in Vorarlberg. Die ASFINAG präsentierte heute die Planungsprojekte fürs Ländle. In den kommenden 5 Jahren werden in Vorarlberg 250 Millionen Euro ins hochrangige Straßennetz investiert. Die Projekte haben den Hintergrund, die Sicherheit sowohl auf dem hochrangigen als auch auf den niederrangigen Straßen zu erhöhen. 3 Projekte stehen dabei im Fokus. 2018 wird es im Bezirk Bludenz 2 größere Baustellen geben. Einerseits wird die Anschlussstelle Bludenz-Bürs erneuert und andererseits eine 2. Fahrbahn in Richtung Arlberg erstellt. Grundsätzlich haben wir die meisten Genehmigungen für dieses Projekt schon erzielt. Mit dem BMFIT sind wir Handelseins, wenn ich das so sagen kann. Das heißt, es ist genehmigt. Wir brauchen natürlich auch noch Grundstücke und gerade bei der Einlese von Grundstücken in so jetzt wirtschaftlich sensiblen Bereichen gibt es halt immer wieder auch Schwierigkeiten, vor allem in dem Bereich eigentlich für die Zufahrtsstraße, die das Land Vorarlberg hier richten muss, gibt es Probleme mit Grundeigentümern, wo wir aber immer noch oder auch das Land versucht, diese gütliche Einigung zu treffen mit den Grundstückseigentümern. Wir zahlen ja in der Regel, wenn wir Grundstücke einlösen, nicht nur den Wert des Grundstücks, sondern auch einen Akzeptanzzuschlag von 10% und einen Wiederbeschaffungszuschlag von 7%. In der Region Rheintal-Mitte wird ein weiteres Großprojekt umgesetzt. Zwischen Hohenems und Dornbirn-Süd wird voraussichtlich ab 2018 an einer neuen Auf- und Abfahrt gearbeitet. Ab 2020 soll diese Abfahrt den Verkehr in Dornbirn und Hohenems entlasten. Die Erreichbarkeit der Wirtschaftszentren und der Verkaufszentren Wallenmarkt und Dornbirn-Messepark sind ja einer der großen Ziele, warum diese Rheintal-Mitte hier errichtet wird. Wir glauben dadurch, dass in den nächsten Jahren sicherlich die Anbindung an diese Gewerbegebiete und an diese Einkaufszentren verbessert wird und gleichzeitig natürlich auch weniger Stau auf der A14 selbst sein wird. Ein Projekt, für welches neue Meilensteine erreicht werden, ist das Großprojekt S18. Nach bestandenen Begutachtungen von 2 Projektvarianten ist jetzt das Parlament gefordert. Nach dem noch fehlenden positiven Beschluss kann die Vorplanungsphase gestartet werden. Es ist sicher eines der komplexesten Projekte, die es in Österreich zu realisieren gibt, weil wieder Natura 2000-Gebiete, aber auch die Untergrundverhältnisse, Sie kennen das alles sehr gut, dass wir hier nicht gesegnet sind mit guten Untergrundverhältnissen für den Bau. Also es versinkt fast alles, was wir bauen wollen. Wir müssen sehr tiefgehende Fundamente bauen, Pfahlfundamente. Und das ist die Herausforderung bei diesem Projekt. Bereits budgetiert wurde das Projekt mit einem Rahmen von 550 bis 800 Millionen Euro. Der frühestmögliche Baustart wäre für 2022 geplant. Ein Projekt dieser Größenordnung würde dann 4 bis 5 Jahre dauern. Soweit der aktuelle Stand der ASFINAG-Planungsprojekte und bei uns geht es weiter mit den Meldungen des Tages. Die Vorstellungen über eine Flexibilisierung der Arbeitszeit laufen mitunter diametral auseinander. Während viele Beschäftigte darunter verstehen, dass sie sich ihre Arbeit flexibel einteilen können, geht es für die Arbeitgeber meist darum, dass in Zeiten guter Arbeitslage möglichst lange gearbeitet wird, ohne dass dafür Überstundenzuschläge anfallen, bei schlechter Arbeitslage die zusätzlichen Stunden wieder abgebaut werden. Diese Diskussion gibt es seit über 30 Jahren und war früher unter dem Wort Kapowatz, kapazitätsorientierte Verteilung der Arbeitszeit, bekannt. Gemeint war und ist der kostenoptimierte Einsatz von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Aber die Beschäftigten stehen bereits jetzt unter einem enormen physischen und psychischen Druck, der seit der internationalen Finanz- und Wirtschaftskrise noch einmal spürbar zugenommen hat. Arbeitszeit muss für die Menschen weiter planbar bleiben. Schließlich ist das Arbeitszeitgesetz auch ein Arbeitnehmerinnen-Schutzgesetz. Dies ist ein Gastkommentar von dem Präsidenten der Arbeiterkammer Vorarlberg, Hubert Hämmerle. Dieser Kommentar spiegelt allein die Meinung von Hubert Hämmerle wider. 180 ehemalige Kinderdorfkinder trafen sich zur großen Familienzusammenkunft im Wolforter Kubus. Gelegenheit, Weggefährten wiederzusehen und sich über die gemeinsame Zeit im Kinderdorf auszutauschen. Das Treffen dient vor allem dazu, dass ehemalige ab dem Gründungsjahr 1951 bis heute die Möglichkeit haben, ihre Freunde, Bekannten, Kinderdorfmütter und Pädagogen von damals wiederzutreffen, erklärt Erwin Kovacevic.
Leiter der ehemaligen Betreuung des Vorarlberger Kinderdorfs. Mit der ehemaligen Betreuung steht ehemaligen Kinderdorfkindern ein Ort zur Verfügung, wo sie Verständnis, konkrete Unterstützung und Rückenstärkung erfahren. Dadurch können fehlende Familienbande ersetzt und ein Stück Heimat erhalten bleiben. Viel los war am vergangenen Wochenende wieder auf Vorarlbergs Fußballplätzen. Auch wir mischten uns unter die Besucher. Es war wieder einiges los auf den Sportplätzen quer durch ganz Vorarlberg. Besonders im Waldstadion in Feldkirch ging es heiß zur Sache. Die Zuschauer bekamen in der Landesligapartie zwischen Blaues Feldkirch und dem FC Lustenau wirklich heiße 90 Minuten geboten. Es ging hin und her. Die Hauseraner lagen zunächst in Front. Plötzlich stand es aber 1:2 für den FC Lustenau, aber schlussendlich konnte sich Blaues Feldkirch in einem spannenden Krimi dann doch mit 3:2 Toren durchsetzen. Ich muss sagen, dass die Mannschaft während der Saison extrem zusammengewachsen ist. Man hat gesehen, die Spieler haben eine Moral entwickelt, unbedingt einen Siegeswille entwickelt. Und ich glaube auch, dass das zum Schluss der Schlüssel zum Erfolg war, dass wir das Spiel noch einmal drehen haben können. Anders die Sache auf dem Viktoriaplatz in Bregenz. In der ÖFB-Jugendliga traf das AK Vorarlberg U18 dabei auf die Alterskollegen von Austria Wien. Die ersten 45 Minuten verschliefen die Vorarlberger dabei komplett. Erst nach dem Seitenwechsel drehten Grujic und Co. auf. Nach dem 0:2 Rückstand stand es plötzlich nur noch 1:2. Schlussendlich musste sich das Team aus Vorarlberg dann aber den Alterskollegen von Austria Wien mit 1:3 geschlagen geben. Ja, die Gründe waren vor allem in der ersten Halbzeit, da haben wir ganz schlecht gespielt. Wir waren überhaupt nicht aggressiv, wir waren nicht zweikampfstark. Es war richtig ein Angsthasenfußball, was wir gespielt haben. Und ja, so haben wir die Tore bekommen und aus zwei Standardsituationen. Und ja, da waren wir einfach wir waren einfach überhaupt nicht im Spiel in der ersten Halbzeit. Soweit einige Highlights vom Fußballwochenende und bei uns geht es weiter mit den Schlagzeilen der Vorarlberger Nachrichten von morgen. Der freiheitliche Präsidentschaftskandidat Norbert Hofer war am Montag bei den VN zu Gast. Im Interview erklärt er seine Haltung zu Donald Trump, was er aus dem Bundesrat machen will und wie der ORF aussehen soll. Die Skigebiete im Land rüsten sich schön langsam für die bevorstehende Wintersaison. Die Schneekanonen sind in Stellung gebracht. Jetzt muss es zur Schneeproduktion nur noch richtig kalt werden. IV-Chefökonom Christian Helmenstein sieht negative Realzinsen auf lange Zeit. Das war's auch schon wieder von Ländle TV, der Tag. Sie sehen im Anschluss noch das Wetter. Ich verabschiede mich bei Ihnen und wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss. Servus miteinander, der Herbst ist da, der Winter kommt. Ich tue jetzt gerade meine Rössle füttern und das Heu vorbereiten. Und die Fuhlhenne da oben. Hey, halt! Ich sehe gut für uns Werte die nächsten Tage. Gell, Schwesterle? Besser als nichts? Ich auch! Heute Nacht liegen die Temperaturen zwischen 8 und 14 Grad. Der Wind weht mit 3 km/h aus Süd-Südost. Der Dienstag startet dicht bewölkt mit ein paar Regenschauern. Tagsüber aber sollte die Sonne zumindest über den größeren Tälern zeitweise durchkommen. Und die Schauer werden seltener und konzentrieren sich hauptsächlich auf die Berge. Es bleibt eine Spur kühler als zuletzt. Am Mittwoch bleibt es recht unbeständig, mit ein paar Schauern über den Tag verteilt. Aber auch mit sonnigen Phasen zwischendurch. Schneefall gibt es ab 1400 Meter. Es ist teilweise windig. Auch am Donnerstag bleibt es unbeständig und es regnet zeitweise im Ländle. Am Freitag ist es stark bewölkt bei 4 bis 10 Grad.